Welt, Gesellschaft. Ein fahrender Sänger auf der Moos. Hier ist wohl ein Fest. Ganz recht. Mein Licht. Hier kommt wieder Ruben. Ich bin auf Hafner. Es geht um einen großen Träumer. Für mich ist der Schatzgräber ein Träumer, der eine Vision hat, wie er sinnvoll sein Leben gestalten kann und wie er sinnvoll eine Rolle findet im Leben, wo er sich eigentlich so wie als Wohltäter sieht. Er sucht eigentlich nicht das Glück, sondern er sucht das Unglück anderer, um diese Menschen dann glücklich zu machen. Ist dabei eigentlich verhältnismäßig naiv und trifft auf eine Träumerin, die vielleicht realistischer zu Werke geht, die Els, die man könnte es ein bisschen reduzieren auf so einen, sie träumt von so einem sozialen Aufstieg und der manifestiert sich darin, dass sie Juwelen sammelt und Männer morden lässt, die ihr gestohlenen Schmuck besorgen. Der Träumer, der Schatzgräber, dem eigentlich, obwohl er das Unglück immer sucht, findet er immer gleich eigentlich den Kontakt zu Menschen, die gar nicht das Unglück scheinbar gepachtet haben. Und so trifft er auch auf die Juwelen-Els und verliebt sich in sie und sie sich in ihn. Und erst am Ende eigentlich muss er feststellen, dass eigentlich die Frau ist, die doch in dem Unglück gelebt hat. Und nachdem die Beziehung eigentlich schon fast gescheitert ist, gibt es eine letzte Begegnung, wo beide spüren, dass sie sich lieben. Ja, es geht also sicher auch darum, um eine Illusion zu schaffen, aus dem brutalen Leben, aus der Realität zu entfliehen. Natürlich entstanden in den Kriegsjahren des Ersten Weltkriegs, also das Bedürfnis, irgendwie wegzukommen von den Grausamkeiten des Täglichen. Das war natürlich ganz groß und vielleicht auch so, wie wir es ein bisschen in unserer Zeit jetzt spüren. Elis im Stück Der Schatzgräber ist ein Minnesänger. Der singt Balladen und begleitet sich selbst zur Laute. Und so eine große Wunderlaute, ein großes Wunderinstrument, das ist eigentlich das Orchester des Schatzgräber. Es ist eine riesige Kammermusik für 120 Musikerinnen. Und ich denke, dass er doch hier wirklich zu seinem Meisterstück gekommen ist. Er überwältigt nicht mit Lautstärke, überhaupt gar nicht. Es ist eigentlich sogar dezent, aber eben durch Raffinement. Es ist eine Musik, die in jedem Moment eigentlich Suchtpotenzial hat. Also narkotisierend, aufregend, immer wieder einen weiter lockt. Naja, das geht eigentlich diesen ganzen Abend, hat man das Gefühl, okay, das Stück wird aus der Musik irgendwo geboren und verrauscht so. Und das ist etwas, was wir doch ja gar nicht sonst so oft auf der Bühne erleben können. Also fantastisch. Auch wenn man sagen muss, Elis und Els als Hauptfiguren sind die eigentlichen so träumerischen Gestalten. Die beiden sind halt eingebunden in so ein großes System, das die beiden als Liebespaar zwar wie so ein Anker sind, an dem man sich ergötzen kann, eigentlich an dem man eigentlich dekadent einen Genuss findet, durch welche Emotionen die gehen. Aber letztendlich glaube ich sogar, dass jeder in dem Stück diese Illusionen und Träume nicht ganz verloren hat.
Und das ist natürlich der Narr, irgendwie eine ganz wunderbare Figur, der, wenn man so, wenn ich davon rede, es gibt dieses eigentlich zynische Gesellschaftsmodell und da ist er natürlich das Vorzeigemodell und er ist eigentlich der, der am Ende des Stückes am meisten Verletzbarkeit preisgibt. Ganz besonders bei diesem Stück, dass es sich so wie so eine Zwiebel aufbaut. Ja, es gibt einen Prolog, einen Epilog, die sind auch ungefähr gleich lang. Dann gibt es ersten, zweiten, vierten Akt, die entsprechen sich auch so in den Längen. Und dann gibt es plötzlich dieses Herzstück in der Mitte, das ist dann deutlich länger und ist der dritte Akt ist nur den beiden Hauptfiguren vorbehalten. Also da, er schafft da ganz eine eigene Oper in der Oper nochmal so aufzubauen. Und es ist auch musikalisch plötzlich so, dass das Orchester vorher sich so zurückgenommen hat den ganzen Abend über. Und plötzlich hat alles ein anderes Gesicht und Gewicht auch. Und es ist doch sehr, sehr bedeutsam, dass er seine Mittel eigentlich so bewahrt für diesen Moment, der so gewichtig ist, auch allein von den zeitlichen Dimensionen. Also das Stück hat eine wunderbare Symmetrie und ja, es gehört irgendwo diese großformale Klarheit, die gehört ganz deutlich zu diesem fantastischen Konzept von dem Stück.